Guten Tag, mein Name ist Alexander Bredereck. Ich bin Fachanwalt für Miet- und Wohnungseigentumsrecht. Im heutigen Videoblog geht es in unserer Serie zu Wasserschäden in Mietwohnungen um weitere Zuschauerfragen. Heute geht es insbesondere um die Fragen rund um Wasserschäden durch Waschmaschinen. Ich empfehle Ihnen, sich die anderen Videos einmal anzugucken. Sie werden wertvolle Informationen daraus ziehen. Aber mich haben jetzt eben doch ein paar Fragen noch zum Thema Waschmaschine speziell erreicht, sodass ich da noch mal kurz drauf eingehen will, was da zu beachten ist. Wenn jetzt eine Waschmaschine den Schaden verursacht hat, ist ja immer die Frage, welche denn, die des Nachbarn oder meine eigene. Ich gehe jetzt erstmal davon aus, es ist die Waschmaschine des Nachbarn, ob der nun ganz oben drüber wohnt oder schräg gegenüber oder ganz oben und das läuft durch alle Etagen, sei dahingestellt. In solchen Fällen auf jeden Fall alles übliche Vorgehen. Ich zeige dem Vermieter die Mängel an und so weiter. Wenn der Schaden an der Wohnung oder dem Gebäude, also irgendwie in der Wohnung irgendwas nicht in Ordnung ist und deswegen das kaputt geht und der Schaden entsteht, dann zahlt oft die Wohngebäudeversicherung. Aber wenn jetzt eben eine Waschmaschine kaputt geht, dann ist ja das letztendlich ein Schaden an einem Inventar. Ne? Also oft gehen da die Rohre ab oder da sprengt irgendwas weg oder so. Und ich hatte auch schon Fälle, da lag das Ding dann, wurde das immer in die Badewanne eingehängt zum Abpumpen der Waschmaschine und war dann leider nicht gelungen, lag also daneben, pumpte dann schön in die ganze Wohnung hinein. Hier ist es so, wenn der Nachbar das war, dann muss der gucken, ob er eine Privathaftpflicht hat und ob möglicherweise die Kosten übernimmt. Wenn es meine eigene Waschmaschine war, dann ist der Ansprechpartner die Hausratversicherung, wenn ich sie dann habe. Wenn nicht, habe ich ziemlich Pech gehabt. Ja, die eigene Privathaftpflicht haftet nicht für die Schäden bei einem selbst. Deswegen bei einer Hausrat und auch bei einer Privathaftpflicht, wenn er abgelehnt wird, im Zweifel die Klauseln angucken. Wenn der Nachbar, die Waschmaschine des Nachbarn war und der hat keine Privathaftpflicht, dann haftet er im Zweifel persönlich. Bei den Versicherungen ist immer noch eine ganz wichtige Geschichte. Dazu waren hier auch ein paar Fragen. Wie ist das bei grober Fahrlässigkeit? Wenn Sie jetzt zum Beispiel diesen Aquastopp immer offen lassen oder gar keinen Aquastopp haben, beziehungsweise der Aquastopp kaputt ist, ja, alle Konstellationen hatten wir schon, also der hat dann einfach gar nicht funktioniert, das wusste der Mieter auch, weil es da schon mal einen Schaden gab, ja, sonst würde man es ihm oft nicht beweisen können, wenn der einfach kaputt ist, aber zumindest, wenn die Waschmaschine keinen Aquastopp hat, also ein ganz als altes Modell müsste das ja schon sein, die neuen haben das eigentlich überwiegend, dann hat man möglicherweise grob fahrlässig gehandelt und bekommt Probleme mit seiner Versicherung. Auch wenn man eine Waschmaschine lange Zeit unbeaufsichtigt lässt, insbesondere die Wohnung noch verlässt und das Ding laufen lässt, ist das sehr, sehr riskant. Da sagen viele Versicherungen auch, das ist grob fahrlässig, wenn ich so ein Gerät laufen lasse und verschwinde. Auch da kann es zu Ausschlüssen, Haftungsausschlüssen kommen. Gucken Sie sich das genau an, vielleicht vor einem Schaden, was Sie da machen. Ja, und ich empfehle so als Grundsatz, das mache ich sogar selbst und ich bin eigentlich im Leichtfuß, ja, aber wenn man seine Waschmaschine betreibt, dann sollte man die Wohnung nicht verlassen. Man muss natürlich nicht die ganze Zeit daneben stehen. Also es ist nicht grob fahrlässig, wenn ich meine Waschmaschine anmache und dann an meinen Computer gehe und Artikel schreibe oder was weiß ich, was ich ja nicht so gerne mache, Hausarbeit verrichte, ja, oder mit meinem kleinen Sohn spiele. Das ist alles kein Problem, solange es in der Wohnung stattfindet. Ja. Ich bin kein Experte für Versicherungsrecht, aber das würde ich jetzt mal so sehen. Ja? Aber wenn ich jetzt die Wohnung verlasse, dann ist wieder die Frage, bin ich nur kurz im Keller gegangen, vielleicht auch noch okay. Wenn ich jetzt aber längere Zeit die Wohnung verlasse, dann muss ich mir immer überlegen, hätte ich denn, wenn ich da wäre, irgendwas machen können? Hätte ich nicht zum Beispiel die Maschine dann abstellen können, wenn ich das gemerkt habe, da läuft Wasser raus. Ja? So pumpt die bis zu Ende immer weiter, literweise das Zeug da rein. Da bin ich doch wahrscheinlich relativ schnell im Bereich grober Fahrlässigkeit. Ich muss nämlich auch damit rechnen, dass Geräte kaputt gehen und auch ältere Geräte kaputt gehen. Ich muss auch damit rechnen, dass ein Gerät vielleicht nicht perfekt angeschlossen ist. Ja, vielleicht habe ich da irgendwas rangeschraubt, war nicht richtig
das Gewinde ging nicht richtig und dann ist das Ding nicht dicht gewesen oder hat eine Weile gehalten, ist dann weggeflogen oder das Material war einfach müde. Jedenfalls, weil so etwas auftreten kann, ist es grob fahrlässig in der Regel, wenn ich die Wohnung verlasse, weil ich dann nicht darauf reagieren kann. Gut, soweit zu dem Thema. Das könnte man jetzt natürlich noch endlos hier weiter ausführen, aber das sind so die Problemlagen, die uns dann typischerweise im Bereich Waschmaschine beschäftigen. Wir, wie gesagt, sind Mietrechtler, wir kümmern uns um die Ansprüche gegen den Vermieter. Mit dem Nachbarn und der Versicherung, mit dem Nachbarn geht es auch noch manchmal, aber mit der Versicherung, also diese Streitigkeiten übernehmen wir nicht, da müssen wir den Versicherungsrechtler beauftragen. Ja. Aber in der Regel ist das ja so, dass man zumindest die Instandsetzungsansprüche und Mietminderungsansprüche auch gegen den Vermieter parallel hat. Das übernehmen wir. Gut, soweit. Danke. Abonnieren Sie gerne den Kanal. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao.